So Leute, da sind wir wieder bei Fire Emblem. Ohne Verkehr. Ja, man hat mal eben das Mittelalter die industrielle Autotechnik erfunden. Ja. Damit düsen wir jetzt mit Lichtgeschwindigkeit ins Finale. Mr. Spock. In Erwartung des Angriffs von Königin Elincia hat Herzog Ludwig den Großteil seiner Streitkräfte aus Feliré abgezogen. Die Truppen in Schloss Feliré sind lediglich der Köder, mit dem Joffrey und seine Leute von Melior weggelockt werden sollen. Während Joffreys Abwesenheit hat Ludwig nur ein Ziel, den Königspalast einzunehmen und Königin Elincia ihrer Macht zu berauben. Lucia ahnt einen möglichen Angriff auf die Hauptstadt und trifft Vorkehrungen. Königin Elincia und Prinzessin Lyanne sollen heimlich nach Fort Alpea gehen. Lucia selbst aber entkommt den Männern von Herzog Ludwig nicht. Bei dem Versuch, einen Informanten zu treffen, wird sie im Dunkel der Nacht gefangen genommen. Königin Elincia empfängt diese traurige Nachricht am nächsten Morgen. Finale. Elincias Opfer. Ja. Entschuldigung. Ich bin nur so froh, wenn dieser Scheiß vorbei ist. Port Alpea. Also, das Leuchtfeuer, das von Jeffreys Männer entzündet wurde, bedeutet wohl, dass Ludwig, mit einem Lud ist alles weg, euer Majestät angreifen will. Er marschiert wahrscheinlich in diesem Moment seinen Truppen auf die Festung zu. Da es nun soweit gekommen ist, möchte ich hier bleiben und behilflich sein. Strike! Lasst mich wissen, wenn ihr mich braucht. Nein! Was tust du da? Ich verstehe. Hab vielen Dank, Sir Daran. Ich habe eine weitere Frage an euch. Was ist mit Lucia geschehen? Habt ihr Neuigkeiten von ihr? Ist sie in Sicherheit? Wir haben den Körper eines Mannes im Unterschlupf im Dorf gefunden, Sir. Wir nehmen an, dass es sich um ihren Boten handelt. Und wir haben dies gefunden. Nein, das ist Lucias Haar. Aber wie konnte dies nur geschehen? Flipper ist einfach nur beim Friseur. Schere? Nun, wir nehmen an, dass Ludwig, ihr Spionage-Netzwerk, infiltriert und sie gefangen genommen hat. Das Haar ist der Beweis. Aber das heißt auch, dass sie noch lebt. Und das heißt wiederum, dass wir sie noch retten können. Königin Elincia, ihr müsst über das weitere Vorgehen entscheiden. Ja, ich weiß, leck mich doch am Arsch. Genau. Königliche Wache, zu den Waffen. Macht euch in den Kampf mit der Armee der Aufständigen bereit. Ich übernehme selbst das Kommando. Euer Majestät, aber ihr seid die Königin. Und deswegen hast du mein Gefehl zu befolgen, Affe. Das ist viel zu gefährlich. Bitte betraut jemanden aus eurer Gefolgschaft dieser Aufgabe. Halt die Fresse. Das werde ich nicht. Meine Unentschlossenheit hat es den Aufsätzen ermöglicht, so weit zu kommen. Ich weigere mich noch länger vor diesem Problem davon zu laufen. Ja, ein Problem. Lucia. Lucia, es tut mir leid. Ich verspreche dir, ich werde dich irgendwie retten. Irgendwie. Prinzessin Lyanne, Sir Nealuji, diese Festung wird um kurz überlagert. Was? Niemals. Irgendwie hat der Gegner herausgefunden, dass ich mich hier verstecke. Meine lieben Freunde, ihr müsst fliehen. Ich singe und helfe euch, Königin Elincia. Nein, unter gar keinen Umständen. Das werde ich auf keinen Fall erlauben. Ich möchte helfen, Königin Elincia. Oh, beruhigt euch. Hat Milady eine Entscheidung gefällt, bringt nichts und niemand in Theos sie zu ihrem Entschluss ab. Von ihrem Entschluss. Und ich bin sicher, ihr habt nichts einzuwenden, wenn sich diese alte Knochen auf das Schlachtfeld begeben. Senior Lucci, ich kann noch nicht. Wartet nur, bis ihr mich seht. Gerade in meinem Alter bin ich diesem frisch geflüpften Grünschnee einen Schritt voraus. Also gut, ich muss mich ebenfalls vorbereiten. Ich hatte gehofft, dass wir diesen Tag niemals erleben würden. Amiti. Geschätztes Schwert des Hauses Krimir. Dein langer Schlummer endet nun. Das Schwert, ich will nicht. Amiti erhalten. Ja, Amiti. Immer noch toll wie eh und je. Danke. Königin Elincia, ihr habt Besuch, euer Majestät.
Was? Nur niemals. Zu dieser Stunde? Wer könnte das sein? Oh, Selbstgespräche. Guten Abend, König Elincia. Khalil, was machst du denn hier? Was fällt dir hierher? Verdammt nochmal. Seht ihr. Lady Lucia bat mich, euch zu helfen, wenn ihr euch jemals in Schwierigkeiten befindet, euer Majestät. Alter, wie wirkt das? Hat die jetzt wirklich hier jeden? Ey, du, wenn ich's nicht schaffe, dann musst du die aber beschützen. Dann steht hier irgendwann die ganze Armee. Was glaubt Lucia eigentlich, was Elincia kann? Nichts? Tja, so viel Vertrauen hat Lucia in die Fähigkeit der Königin. Tja, kannst du mal sehen. Sie wies die Arbeiter hier in Fort Alpea an, mir Bescheid zu sagen, wenn sie annehmen, dass ihr vielleicht Hilfe benötigt. Nicht mal die Arbeiter haben Vertrauen in die Königin. Das hat Lucia getan. Lady Lucia wurde gefangen genommen, euer Majestät. Aber ich glaube, sie schafft das schon. Ich weiß sogar, dass sie es schafft. Sie war so klug, alles für diesen Notfall vorzubereiten. Witzig. Also weiß ich, dass sie Köpfchen hat. Ja, da habt ihr recht. Ich danke euch, Kalier, Kollegen, nochmal. Spart euch das für später, wenn wir uns um den Herzog von Felirae gekümmert haben. Wir können dann gerne bei mir feiern. Ja, Party. Ja, gern. Und das nächste Selbstgespräch. Oh. Die Soldaten wirken sehr konzentriert, wenn man die hektischen Umstände betrachtet. Sie sind alle sehr gut trainiert. Los, wir nehmen einen von ihnen persönlich aus. Was machst du eigentlich ohne die Frau? Im Ernst, wischt sie dir noch den Arsch? Ja, ich hab's auch gerade gedacht. Lucia und dieser Kerl mit dem lockigen, blonden Bart. Wie hieß er gleich? Hier, mein Graf Juri. Ja, den meine ich. Juri. Grafenfähre. Eigentlich wird er als der führende Kopf in der Politik Kremiers angesehen. Aber Lady Lucia ist auch nicht übel. Ja, ich verdiene das Genie der beiden gar nicht. Mein Gott. Na kommt schon, stellt euer Licht mal nicht unter den Scheffel. Was meint ihr damit? Loyalität ist keine Charaktereigenschaft. Sie hängt zum Großteil davon ab, wer den Ton angibt, wer die Befehle erteilt. Mein erster Kommandeur interessierte sich nur dafür, die eigenen Taschen zu füllen. Dann war da König Aschnard, der Verrückte. Meine Herren, ich will wirklich nie in den normalen Militärdienst zurück. Hätte mich Shishiram nicht gefragt, wäre ich gegangen. Aber er war der ideale Anführer. Jemand, dem man ohne besondere Gründe ans Ende der Welt folgen würde. Was war mit den Herrschern von Benion und mit der Hohepriesterin Sanaki? Die Pegasus-Ritter gehören der Hohepriesterin an, die Weibern-Ritter in dem Senat. Von den beiden scheinen die Pegasus-Ritter die glücklicheren zu sein. Ich habe die Hohepriesterin nie persönlich getroffen. Es klingt, als sei sie ein nettes Mädchen. Oh, wer weiß das schon. Tja. Aber ich rede hier einfach vor mich hin. Eigentlich wollte ich euch das hier geben. Ein Purgativstab. Ich möchte, dass ihr für alle eure treuen Unterstützer kämpft. Es wäre wirklich hart, wenn sie ihre Anführerin verlieren würden. Verlieren? Egal. Seht daran, ich danke euch sehr. Stand da verlieren, ne? Da stand verlieren. Verlieren. Das Wort wurde geschmiert. So, die beiden supporte ich mal, weil ich es kann. Ich lasse sie irgendwie immer supporten. Ich meine, die als erstes supporten können. So! Ich würde sagen, tschüss, Leichtschwert. Ja. Ich wollte eigentlich. Ja, da ist es. Oh, da Horn! Zeit für Happy Happy! Weil ich es kann. Weil ich es will. Und weil er es will. Tada! Schon besser. Ja. Jetzt hat er ein Buch gelesen, sich ein Teilnis mit dem Hals gesetzt und eine Krone auf den Kopf. Hui! Uiuiui. Der Rest braucht das da eigentlich nicht. Außerdem ist er sowieso schon so an seinen Maximalwerten dran. Resistenz! Resistenz! Ich weiß, dass du es schaffst! Resistenz! Noch ein bisschen mehr Resistenz! Das wird nichts. Nee, ich wusste es. Aber das wird der Verteidigung schon. Ja. Geschwindigkeit wird er auch noch maximieren. Stärke wahrscheinlich auch noch. Vielleicht auch noch Resistenz! Oh, nice. So. Dings hat noch Disziplin, würde ich gerade sagen.
Ja, das lasse ich aber drauf, dann kann sie es mit zu Great Söldner nehmen. Ah, okay. Man kann ja hier leider in dem Part noch keine Fähigkeiten verteilen. Das können sie erstmal nicht behalten, das wäre vielleicht noch ganz nützlich. Ein Antidot? Ja, kann man mitnehmen. Muss man aber nicht. Ich glaube, die Party brauchst du nicht, Nifini. Verlegter Tag. Das ist das Heilmittel. Du brauchst keine zwei Kräuter. So. Ich weiß nicht, wie aber meinem Ewigen sorgen kann. Wir brauchen eine Wurfbeule. Nee, das finde ich aber jetzt nicht toll. Du hast doch noch was? Sorry. Ach nee, Quatsch. Was? Nee, falscher Film. Ich brauche nur die Kräuter, die kostet mir nur noch keinen Hüppel. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. So, jetzt können wir wieder Wurfball kaufen. Die wird der Güte nämlich noch zur Genüge brauchen. Ich glaube, was Wachmann geht's dann mindestens so verschwenderisch wie Zirk. Noch eins! Die wird er alle brauchen. Glaub mir das mal. Ich habe Großes vor. Müssen die was zum Heilen geben? Braucht er zwar eigentlich nicht, aber. Oh. Ja, du hast ja alles verkauft. Elinza braucht ihres nicht. So. Jetzt ist er gewappnet. Also ist wusch. So, der Rest ist auch bereit. Wir können. Ich will jetzt mal speichern. Ich will speichern. Speichern! Der Hamburger ist. Speichern wir uns Spitzenstein. Das Speichern darf man hier nicht vergessen. Nein. Das haben wir euch schon so oft beigebracht. Ja. Bald beginnt die Schlacht. Ich möchte, dass ihr beide von mir versprecht, euch zurückzuziehen, wenn ihr in Gefahr seid. Verstanden? Zurückziehen, euer Majestät. Niemand macht den Clan der Rahmen etwas vor, wenn es um einen schnellen Rückzug geht. Ja, stimmt. Haha, das beruhigt mich sehr. Das war jetzt der epische Tipp. Ach, ja, da noch Füße. Mein Bericht, Sir. Das Tor von Fort Alpea ist fest verriegelt und die Soldaten rüsten sich zum Kampf. Verstehe. Lady Lucia muss einen Weg gefunden haben, die Königin zu wahren. Aber leider, selbst wenn sie alle Kraft und alles Glück der Welt besäße, reichen die königlichen Ritter die Festung erst in 2 Tagen. Wir brauchen nicht alle Kraft und Glück der Welt, wir haben daran. Das wird mehr. Wie dem auch sei, wir werden siegen. Nein. Außerdem haben wir noch einen Trumpf im Ärmel, den wir absolut alsbald ausspielen können. Ja, ah, evil planning. Ich wollte gerade sagen, es ist nur evil. Euer Majestät, schlechte Neuigkeiten. Das hintere Tor steht offen, was? Und die Armee, die hier drauf stirbt die Festung. Was? Wie konnte das nur passieren? Ich denke, ihr werdet den Grund erfahren, wenn ihr diesen Mann dazu befragt. Ihr bewacht den inneren Garten, nicht wahr? Ja, ein Priester? Oh Gott. Du Abschaum, du hast den Aufständischen geholfen, stimmt's? Ja, ja, das habe ich. Ich habe es getan, weil es das Beste für die Zukunft des Landes ist. Diese Mörder aus Dain haben meine gesamte Familie auf dem Gewissen. Und unsere Königin kniet vor ihr nieder. Eine Schande. Tut sie doch nicht. Schweig, du bist hier der Verräter. Bereite dich auf Sterben vor. Hilft in das Fenster. Wartet, diesen Mann zu töten hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen Ludwig und seine Männer aufhalten. Wir sind schon innen an der Festung. Ich werde auch kämpfen. Mordecai kämpft für euch, Königin Elinzia. Ihr könnt auf mich zählen, euer Majestät. Ja, ich bin auch noch mal da. Königin Elinzia, Khmer braucht euch mehr als alles andere. Und ihr könnt meine Hilfe sicher gebrauchen. Richtig auch? Ach ja. Oh, bitte. Meine Heimat soll von einem steifen Snob regiert werden? Wohl kaum. Euer Majestät, wir würden unser Leben für unsere Königin geben. Erlaubt uns zu kämpfen. Nein. Nicht darum, Karl. Ich bin die Königin von Khmer und eine Königin versteckt sich nicht. Unsere Gegner sind ebenfalls Bürger Khmers, aber wir können nicht tatenlos zusehen, wie sie die Harmonie in unserem Land zerstören. Bei uns gibt's Harmonie. Harmonie und Frieden. Und einen kleinen Hauch von Tobi. könnten wir besser dastehen? Seht diese schwache Abwehr. Daran. Schwach wie die Regentschaft der Königin. Das Kapitel. Oh, die Königin hat das Kommando übernommen. Ich hätte erwartet, dass sie sich aus dem Staub macht. Wie fürchterlich naiv. Wir müssen ihr wohl beibringen, dass allzu großer Optimismus fatale Konsequenzen birgt. Aber ich mag das Kapitel eigentlich.
Ah, ich mag solche Züge, also Verteilungsgedöns nicht. Bis dahin. Nein, dich will ich nicht. Du gehst. Jetzt verstehe ich, von da. Jetzt verstehe ich, was du mit Daran vorhast. Ja, ich wusste es nämlich nicht. Ich will ihn da hinstellen, dann kann er nämlich diesen gesamten Bereich abspüren. Weil ich nämlich nicht erst wusste, wie dieses Kapitel laufen soll. Ja, wir sind gerüstet. Für den Kampf. Und wieder zu spät. Königin Linze, ich habe es geschafft. Masio! Dank General Joffrey haben wir einen Hinterhalt auf unserem Weg umgehen können. Die königlichen Ritter sind bald hier. Ich bin vorgeflogen, um Bericht zu erstatten. Und um einigen von diesen Verrätern mit meiner Lanze fürchten zu lernen. Vielen Dank, ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell wieder zurück seid. Ich kann nur fliehen. Zu euren Diensten, Eure Majestät. Also, wen von diesen Armleuchtern soll ich aufschlitzen, bevor die Ritter hier sind? Das ist voll akkreditiv. Ich mag das, ich auch. Das tut mir sehr gefallen. Marcia muss erstmal ein bisschen Platz schaffen, sonst kommt der gute Daran dann nämlich nicht so gut durch. Das kann sie da dann nicht. Hey, Daran, im Angriffsmodus! Oh ja. Ich finde das cool, wie sein Weibern immer brüllt. Ja, brüllt er wenigstens. Finde ich gut. Wie der Pfeil abgebreitet ist. Er fehlt noch so gegen die Scheibe. Ja. Boom. Aber ich finde, so von den Kampfanimationen hat Rage and Dawn auch so die schönsten. Ja. Schmeidig. Ja, vor allen Dingen auch so, locker. Flockig. Aus dem Handgelenk? Nein, einfach nur schön. Einfach nur wunderschön. Okay. Ausrüsten! Wow, Mordecai! Du mordet los. Ja. So, Linsa, flieg mal ein bisschen nach vorne. Da will ich nicht mal vergessen, Gefolgsleute haben. Vor allem das Coole ist ja bei Linsa, sie kann immer schön hoch und runter fliegen. Ja, das stimmt. Als geflügelte Einheit ist sie hier echt im Vorteil. Vor allem sie ist ja auch noch so stark, dass sie hier die unteren Bogenschützen, die hier stehen, eigentlich nichts anhaben können. Das ist wirklich cool. Eigentlich. Und für die, die es wissen wollen, hier, da oder da, auf jeden Fall hier bei diesem Forestpark liegt ein Olivikraut. Und hier müsste das sein, liegt noch ein Waffenloot versteckt. Mal so ganz nebenbei. Für die, die es interessiert. Die, die es brauchen. Ich meine, es gibt ja sicherlich Leute, die das gerne wissen wollen. Schade, da muss man es ja erstmal hier hoch. So, und jetzt. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich wollte erst den Bogenschützen da unten angreifen, aber der wäre wohl zu weit weg gewesen. Ich mag auch die Farbkonstellation von mir links ja hier. Ja, dieses Blau, der Blauton gefällt mir. Also auch so ein transparenter Schleier, wollte ich gerade sagen. Ja, also sie gefällt mir hier in dem Teil auch wesentlich besser als in Pass of Readiness. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, wo wollen die denn hin? Auch so charakteristisch. Ja. Also da kann man echt sagen, dass sie so ziemlich einer der Charaktere ist, die größte Veränderung hinter sich haben. Ja. Lass mich mal machen. Na, du hast die Tony aufgekriegt, du Vollidiot. Es war bestimmt Leonard in Verkleidung. Wahrscheinlich. Nee, ich nehme alles zurück. Obwohl, Leonard hat sich auch einmal treffen lassen von unten und von daher. Also auch ganz wichtig, dass du da einen hinstellst für die Bresche, weil sonst laufen die wieder hoch. Das ist ziemlich doof, man kann dir, wenn du das nicht weißt, so schön in den Rücken fallen. Ziemlich kacke. Ja, das glaub ich gut. Hua! Ja, und dafür braucht er seine ganzen Wurfpeile. Hier sind doch genug Gegner für ihn übrig. Daran fröhliches Gemetzel. Ja, so kann man den Part. Den nächsten Part kann man dann so nennen. Weil der Part ist ja jetzt hier schon fast am Ende.
Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass unser Zug beginnt, damit ich cutten kann. Oder damit du cutten kannst. Ich sitze hier nur daneben und guck zu. Wait, cut it. Naja, ich muss auch irgendwas machen. Du machst schon genug. Ohne dich wird's viel langweiliger. Will ich hoffen. Ja. Irgendeinen Sinn muss ich haben. So Leute, ihr habt's gehört. Ich habe noch auf den eigenen Zug gewartet. Der ist jetzt. Das heißt, beziehungsweise Jute, das wird jetzt hatten. Und dann sind wir beim nächsten Mal wieder mit Fire Emblem im Finale dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich cutte.